Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert und hier in diesem kleinen Video geht es um den Cournot'schen Punkt. Und der Cournot'sche Punkt gehört in das Monopol. Genau gesagt, es geht um die Preispolitik im Monopol und der Cournot'sche Punkt ist der Punkt, bei dem der Gewinn maximal wird. Es ist die gewinnmaximale Preismengenkombination. Die gewinnmaximale Preismengenkombination. Schauen wir uns an, was das bedeutet. Malen wir uns unser Koordinatenkreuz mit hier der Menge x und dem Preis p und zeichnen wir ein die klassische Preisabsatzfunktion, wie sie im Monopolfall gilt. Linear fallend. Hier oben der Projektivpreis, hier unten die Sättigungsmenge. Daraus ergibt sich diese berühmte Umsatzglocke, die irgendwo ihr Maximum erreicht und dann hier unten, na, habe ich jetzt nicht ganz sauber hingekriegt, hier unten wieder 0 ist, weil hier der Preis 0 ist. Die Umsatzglocke hier oben mit dem Umsatzmaximum. Und jetzt, das ist also die Umsatzglocke. Und jetzt brauchen wir noch die Kostenkurve. Die Kostenkurve verläuft linear steigend, soll eine gerade Linie sein hier. Ja, das hier sind die Fixkosten. So, wo liegt jetzt der Cournot'sche Punkt? Und jetzt kommt der Trick. Bitte gut aufpassen. Es gilt U' gleich K'. Ich erkläre das sofort. U' gleich K' ist die Lösung des Problems. Auf Deutsch bedeutet das, die Steigung der Umsatzkurve ist im Gewinnmaximum genau gleich der Steigung der Kostenkurve. Das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Wir nehmen die Kostenkurve, verschieben sie parallel, bis sie zur Tangente wird an die Umsatzkurve. Sie wissen, die Tangente zeigt die Steigung an diesem Punkt. Das heißt, wir treffen hier einen Punkt, der vor dem Umsatzmaximum liegt, fällen das Lot nach unten, knallen auf die Preisabsatzfunktion und sind hier und hier ist der Cournot'sche Punkt. Dementsprechend ist hier der Cournot'sche Preis PC und hier die Cournot'sche Menge XC. Ja, ich sage es noch einmal, was man wissen muss, im Gewinnmaximum liegt oder ist die Steigung der Umsatzkurve gleich der Steigung der Kostenkurve. Das heißt, die Kostenkurve wird zur Tangente. Sie wissen, Differentialrechnung, Tangenten zeigen immer die Steigung an bestimmten Punkten. Wird die Kostenfunktion zur Tangente an die Umsatzkurve? Hier dieser Punkt ist also der Punkt, der mit dem Gewinnmaximum korrespondiert, liegt vor dem Umsatzmaximum. Wir gehen runter auf die Preisabsatzfunktion. Hier ist der Cournot'sche Punkt, da ist der und haben hier die gewinnmaximale Preismengenkombination. Ja, das war's schon wieder. Schauen Sie mal unter sparkleindenk-shop.de. Dort baue ich gerade spannende Sachen auf, wie man BWL auf ganz neue Art und Weise lernen kann, nämlich entwicklungsorientiert. Mit so einem einfachen Grafiktablett kann man Dinge viel besser zeigen, als Bücher sie können. Schauen Sie mal rein. Mein Name ist Marius Eber. Dankeschön.